Hallo, ihr Wundervollen, hier ist wieder die Patti und wie immer donnerstags mit der Botschaft der geistigen Welt, mit dem Divine Donnerstag. Wir schauen gemeinsam in die Karten und gucken, was möchte die geistige Welt, das Universum, die Schöpfung, die Engel dir jetzt gerade mitteilen. Und heute möchte ich das machen in Bezug auf eine belastende Situation, in Bezug gerade auf einen inneren Konflikt, auf ein inneres Thema, das sich bis jetzt nicht lösen wollte bei dir. Also halt vielleicht einen Moment inne und guck, was ist das gerade, was mich sehr beschäftigt? Was ist gerade eine Belastung, die ich erlebe? Ja, vielleicht auch etwas, was sich schon länger nicht löst, ein Thema. Und genau hierfür ist dann die Botschaft jetzt für dich. Okay, wir schauen rein mit den Tarotkarten hier, mit diesen wunderschönen ätherische Visionen. Und ich gehe dann aber auch noch mit einem zweiten Set in die Tiefe. Als allererstes möchte ich mal gucken, wo steht das Kollektiv hinsichtlich der Belastung, ja? Wo steht das Kollektiv hinsichtlich der Belastung? Hier haben wir es. Acht der Schwerter. Das ist natürlich eine klassische Karte, die eine Belastung zeigt, ja? Also es wundert mich jetzt nicht sonderlich. Wir haben tatsächlich hier jetzt die Belastung wirklich liegen mit der Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter ist immer eine Karte, die anzeigt, dass gerade auf etwas verzichtet wird. Ja? Höchstwahrscheinlich ist es bei den allermeisten sogar so, dass du dich selber in diese Situation gebracht hast, aufgrund dessen, dass du für dich eine vernünftige Entscheidung getroffen hast. Ja, eine Entscheidung, die vielleicht nicht aus dem Herzen kam, aber aus dem Verstand. Kann sein, dass du gesagt hast, ich melde mich bei einer bestimmten Person nicht mehr. Kann sein, dass du gesagt hast, solche Männer möchte ich nicht mehr in mein Leben lassen. Kann sein, dass du gesagt hast, ich verzichte vorübergehend auf Freizeit und arbeite sehr viel, weil ich mir langfristig damit etwas aufbauen möchte. Kann sein, dass du vielleicht gerade, es kann auch so etwas sein, auf Diät bist, ja, auf irgendetwas verzichtest. Wenn das nicht der Fall ist, dass du dich freiwillig dafür entschieden hast, dann ist es so, dass du gerade von etwas ferngehalten wirst, aufgrund irgendwelcher Umstände, ja, dass du gerade dich fühlst, als würdest du vernachlässigt werden, als würdest du auf etwas verzichten müssen, was du aber gerne hättest. Und das ist gerade diese Belastung, die du erlebst, ja, dieses, wenn wir uns diese Frau hier anschauen, ja, ich hoffe, du kannst es gut erkennen, wenn wir uns diese Frau hier anschauen, die ist gefesselt, ja, die ist wirklich gefesselt und ja, es wirkt so, als würdest du dich gerade wirklich beengt fühlen, nicht frei in deinem Leben, nicht frei in deiner Entfaltung, nicht frei in den Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, sondern beengt, eingeschnürt, als würdest du vielleicht auch ein Stück weit nicht so wild sein können, wie du es wollen würdest, nicht so frei agieren können, wie du es wollen würdest, vielleicht weil das Geld fehlt, vielleicht weil du das Gefühl hast, ich habe nicht den passenden Partner gerade oder ich kann mich bei dem nicht mehr melden, weil es kommt vielleicht nie was zurück. Vielleicht aber auch, ich kann mich beruflich gerade noch nicht so entfalten, wie ich es wollen würde. Spannend ist immer bei der Acht der Schwerter, dass die Frau die Füße nicht gefesselt hat. Das heißt, es gäbe die Option der Befreiung, die du vielleicht aktuell gerade nicht siehst. Ja. Deswegen sind wir aber ja heute hier, damit wir uns das jetzt gemeinsam anschauen. Ja. Und wir gucken natürlich auch gleich noch in die Tiefe. Aber das ist schon mal der erste Eindruck. Jetzt möchte ich gucken, um was geht es jetzt gerade nicht in dieser Situation, ja? Was solltest du gerade nicht tun, um diese Belastung aufzulösen? Worum geht es hier gerade nicht für dich? Wow, das Ass der Schwerter. Es geht jetzt hier nicht darum, mit dem Verstand eine Entscheidung zu treffen. Es geht jetzt hier nicht darum, sehr klar, zack, Neubeginn und, wie soll ich sagen, sehr rigoros zu sein. Das Ass der Schwerter ist so eine Klarheit im Verstand. Es ist auch ein Gespräch, ja, und über Worte dann quasi in den Neuanfang zu finden. Darum geht es gerade nicht. Also es geht hier nicht darum, mit jemandem ein Gespräch zu führen für die Klärung. Es geht nicht darum, jetzt aufgrund dessen, was vernünftig wäre, den nächsten Schritt zu gehen. Es geht auch nicht darum, rigoros jetzt hier den Neubeginn einzuleiten,
und über deine Gefühle drüber zu gehen. Denn du fühlst dich ja gerade beengt, du fühlst dich gerade unwohl, du fühlst dich gerade eingeschränkt. Und wenn du jetzt einfach so tschakka-tschakka-mäßig hier drüber gehen würdest, wäre das wohl etwas, was dich langfristig nicht in die Freiheit führt, sondern vielleicht sogar wieder hierher. Also wir haben hier die Schwerter. Die Schwerter haben dich in diese Situation gebracht, der Verstand, die Vernunft, vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, der Kopf ist immer sehr bestrebt, Ziele anzustreben. All das hat dich eventuell hierher gebracht. Und es geht jetzt nicht darum, mit den gleichen Ressourcen, also wieder mit dem Schwert, hier rauszukommen. Zumindest nicht mit dem Ast der Schwerter. Ja? Darum geht es gerade nicht. Also das deutet für mich schon darauf hin, ich bin jetzt ganz gespannt, worum es geht, aber es deutet für mich schon mal darauf hin, dass es mehr darum geht, in das Gefühl wiederzukommen. Ja? Weil du hast ganz lang das Gefühl, gefühlt weggesperrt, um zu funktionieren, um dich zu etwas zu entsagen. Du hast dich dem hingegeben auch ein Stück weit und hast die Gefühle vielleicht sogar ein Stück weit abgestellt, um ja für dich zu funktionieren, um das für dich möglich zu machen, dass du das überhaupt aushältst. Worum geht es stattdessen? Ja, was solltest du tun jetzt? Was ist das, was du tun solltest? Neun der Schwerter. Und die Neun der Schwerter, das ist natürlich spannend und wir gehen auch gleich noch in die Klärung, aber die Neun der Schwerter zeigt mir an, dass es darum geht, dass du kurz mal in die Verzweiflung reingehen darfst. Ja? Du hast funktioniert, das wird mir hier angezeigt. Du hast wirklich die Emotionen weggesperrt. Du warst wirklich so, dass du gesagt hast, ich muss da jetzt durch. Und das ist eine kurzfristiger Engpass, da gehe ich jetzt einfach durch. Und das wird schon klappen, Aber was eigentlich drunter liegt, ist die Verzweiflung. Ja? Die Neun der Schwerter ist die Schlaflosigkeit, die Verzweiflung, die Angst, die Unruhe. Das ist eigentlich, was drunter liegt. Und es geht jetzt darum, dem auch mal Raum zu geben. Also auch mal wirklich zu weinen, wirklich zu zittern vielleicht. Ja, zittern ist übrigens etwas Gutes, wenn wir beim Weinen so zittern. Damit können wir Stress releasen, Stress abbauen. Also es geht darum, das mal zuzulassen, sei es die finanziellen Ängste, sei es die Angst, diese Person nie wieder im Leben zu haben, sei es diesen Liebeskummer, sei es vielleicht auch das Gefühl der Beengung, das wir in der Arbeit erleben oder in irgendwelchen Beziehungen, ja, dem du dich ausgesetzt hast, dem Entsagen, das alles mal zuzulassen, die Anstrengung, die Angst, die Zweifel, die Hoffnungslosigkeit, all das liegt bei dieser Karte. Und wenn wir das einmal wirklich zulassen, durchleben, guck mal, im Endeffekt die Augen nicht verschließen, sondern diesen Horror kurz mal durchleben, dann wird es leichter. Ja? Also wir haben hier ganz schön, wird es hier angezeigt, es geht nicht um den Neubeginn, es geht nicht tschakka-tschakka, jetzt einfach positiv in was Neues zu gehen, sondern erstmal alles hochkommen zu lassen und mal wirklich zu fühlen, ja? Auch die Anspannung, darum geht es. Worauf läuft es hinaus, wenn du das tust? Worauf läuft diese Situation dann hinaus, wenn du diesen Tipp beherzigst? Was haben wir hier in der Zukunft liegen? Ja, guck mal, die Königin der Münzen, die Stabilität wieder, ja? Du kriegst wieder festen Boden unter den Füßen in dieser Angelegenheit. Du bist wieder stabil und du kannst dir sogar etwas aufbauen hinsichtlich dieser Angelegenheit. Ja, die Königin der Münzen findet Wege für sich, hier, sich etwas zu ermöglichen, etwas aufzubauen, etwas Materielles aufzubauen, von Stabilität, von Bestand, von Langfristigkeit. Die Königin der Münzen, die sorgt gut um sich und die hat alles in ihrem Umfeld so gerichtet, dass für sie gut gesorgt ist. Also das ist eine sehr schöne, sehr liebende Energie, liebend sich selbst gegenüber, Möglichkeiten finden, um finanziell auf die Füße zu kommen, um beruflich sich einen Weg zu ebnen, der gut tut, ja, um in der Liebe einen Weg zu finden, wie man Liebe in seinem Leben haben kann, erstmal unabhängig vielleicht vom Partner und dann auch den passenden Partner natürlich anzieht, weil man in einer richtig guten Energie ist, ja. Also die Königin der Münzen ist für mich immer so eine Frau, die lebt die Fülle, ja, sowohl materiell, ja, wirklich in finanzieller Form, als auch in der liebenden Form, sich selbst gegenüber, in der nährenden Form. Die Königin der Münzen ist so richtig, wow, das ist eine Frau, die sagt, ich habe alles und ich kann mir alles selbst erschaffen. Und ich bin ruhig und gehe meine Dinge ruhig an, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist genau die Energie. Aber dafür muss einmal der Stress aus dem Körper, ja,
Und das geht nur durchs Fühlen. Lass uns einmal in die Tiefe schauen, ja? Ups, das war jetzt chaotisch. So, lass uns in die Tiefe schauen. Einmal nochmal auf die belastende Situation, auf die 8 der Schwerter. Kriegen wir hier bitte, Dankeschön, weitere Informationen. Ja, und da liegt genau die 9 der Schwerter drunter. Also es ist etwas, was dich massiv belastet, aber du drückst es weg aktuell noch, ja? Um einfach in deinem Alltag nachgehen zu können. Aber nimm dir diesen einen Abend, diesen einen Tag, wo du alles mal hochkommen lässt, ja? Nimm dir das, mach dir Musik an, mach es dir mit dir selber schön, aber geh richtig rein, ja? Schreib vielleicht alles mal nieder, was dich so belastet. Das ist nämlich die Belastung, ist, dass du es nicht rauslässt, ja? Das ist die Belastung gerade. Schauen wir mal, um was geht es nicht mit dem Ast der Schwerter? Um was geht es nicht? Weitere Informationen. Ja, positiv zu denken, darum geht es nicht. Und wisst ihr, ich weiß, es ist da draußen oftmals die Bewegung, positive thinking, positives Mindset. Das ist gut und schön, aber nicht, indem wir Dinge wegdrücken. Okay, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Neubeginn, es geht nicht ums Feiern, es geht jetzt nicht ums positive Denken und so weiter. Das hast du lang genug versucht, ja? Das ist nicht der Weg gerade. Das wäre Spiritual Bypassing, es wäre etwas wegdrücken, was aber da ist. Wollen wir nicht, okay? Das schafft langfristig Krankheiten und alles, wenn wir Negatives wegdrücken und drüber gehen. Worum geht es gerade wirklich mit der 9 der Schwerter? Einmal hier noch. Eine weitere Botschaft. Ja, Ritter der Schwerter, dich wirklich mutig deinen Ängsten zu stellen, ihnen ins Gesicht zu blicken. Ritter der Schwerter, der ist kampfbereit. Ja, der sagt, komm her, Angst. Ich habe keine Angst vor dir. Komm her, ich will dich ansehen. Ja, das ist die Energie, die du jetzt gerade brauchst, dass du wirklich sagst, hey, es ist ja eh in mir. Ich brauche ja nicht vor etwas Angst haben, was in mir ist. Ich lasse mal alles raus, ja. Alles, was da so kommen mag, ja. Alle Gedankenkarusselle. Ich gebe dem mal Raum. Ne, dieses Mutige, ich gebe dem jetzt mutig mal Raum. Das wird dich befreien, ja? Das wird unglaublich viel Heilung bringen. Was haben wir hier mit der Königin der Münzen? Eine weitere Information. Ja, und hier haben wir den König der Schwerter. Und tatsächlich kann es bei dem einen oder anderen bedeuten, dass es darauf hinausläuft, dass eine Situation mit dem König der Schwerter in die Bereinigung kommt, ja? Weil du in eine gute Energie kommst. Kann bedeuten, dass du jemanden kennenlernst, der ein gutes Match für dich ist, ja, König der Schwerter. Ein Mann, der weiß, was er will, der sehr fokussiert ist, sehr klar ausgerichtet ist, sich sehr gut ausdrücken kann, ja. Kann auch sein, wenn es jetzt hier jobmäßig etwas ist, dass hier etwas in die Bereinigung kommt mit dem König der Schwerter und es hier vielleicht sogar zu einer Aussprache kommt. Kann generell für eine Aussprache stehen, für Klarheit, die kommt, ja. Kann dafür stehen, dass du wirklich dann in eine neue, klarere Energie kommst, aber aus einer liebenden Kraft heraus. Du genau weißt, wie es für dich weitergeht. Ja? All das sehe ich. Und natürlich auch die Vereinigung von Yin und Yang, von männlich und weiblich in dir. Ja? Das kann auch in dir bedeuten oder eben im Außen, dass es hier wirklich ja, in die Klärung geht mit jemandem, auf eine gute Ebene, auf eine königliche Ebene. Wisst ihr, vielleicht seid ihr gerade eher in so einer dramatischen Pagenenergie und jetzt geht es rein in die König- und Königinnen-Energie. Wie gesagt, sei es in dir oder im Außen. Wow. Lass uns mal gucken, was könnte dir noch helfen? Ich habe hier die Energieportale und ich möchte schauen, welches Portal, was könnte dir jetzt hier helfen, um auch, ja, vielleicht mit diesen Ängsten zu tanzen, mit allem, was gerade in dir ist, zu tanzen und dann in die Reinigung zu kehren. Was haben wir hier bitte für ein Portal, das hier dem Kollektiv helfen möchte? Es ist die Aktivierung des dritten Auges, es ist das Stirnchakra, die innere Sehkraft und das klare Sehen, was wir hier haben für diese Situation. Es ist hier eine sehr, sehr schöne Botschaft, denn das dritte Auge, das liegt ja zwischen unseren Brauen, ja, zwischen unseren Augenbrauen. Und es kann dir hier wirklich helfen, indem du das dritte Auge aktivierst, hier in diese Situation Klarheit zu bringen. Und zwar eine Klarheit, die nicht mit dem irdischen Auge zu erfassen ist, sondern die tiefer geht, ja. Und du kannst zum Beispiel einfach zwischen deinen Brauen massieren, du kannst dort ein ätherisches Öl auftupfen und du kannst wirklich sagen, ich bin bereit, mit Klarheit zu sehen. Ich bin bereit, mit meinem dritten Auge diese Situation zu sehen. Und das wird dir enorm, enorm helfen, ja. Und ja, eine neue Perspektive womöglich sogar in diese Situation bringen für dich.
Wunderschöne Botschaft, damit bin ich am Ende. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu lesen, wie es dir gefallen hat. Gerne auch einen Daumen nach oben, um den Kanal zu unterstützen und den Kanal abonnieren, um keine meiner Legungen zu verpassen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns zur nächsten Legung wiedersehen und sage bis dahin eine wundervolle Zeit, die Patti.